Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Factorio Let's Play ModMesh. Ja, hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir die blauen Knickis hergestellt, wir haben die Produktion der blauen Fläschchen erweitert, die Motorenproduktion erweitert. Wir haben... Was haben wir noch erweitert? Das ist jetzt gerade gar nicht... Wir haben noch ein paar Automatisierungen gestartet. Wir haben die Fläschchenproduktion in Rot und Grün verstärkt. Genau, also im Prinzip alles ein wenig aufgepimpt und ein bisschen vorangetrieben. Dann würde ich sagen, nehmen wir hier unten mal den Wald etwas aus dem Weg und werden mal den Nimbus ein wenig längentechnisch wieder auf Vordermann bringen. Damit wir so einen Kurven erstmal wieder da sind. Technisch befinden und nicht immer alles einzeln runterziehen müssen, sondern es schnell bei der Hand haben. Da muss ich jetzt aufpassen, keinen Fehler mache. Denn sonst schiebe ich was aufs Band, was da nicht drauf gehört. Wäre nämlich fatal, denn wir wissen jetzt einfach, so ein Fließband kann seitlich auf ein unterirdisches Fließband draufschieben. Und das ist eine Sache, die wir nicht unbedingt haben möchten. Nichts in dieser Platz. Bestens haben wir das auch geschafft. Oh, was ist hier? Auch ein bisschen knapp. Ich bricht ein, oder? Eieieiei, hier oben kommt ja viel zu wenig Eisen an. Da müssen wir was machen. Also ein Weltbalancer dran. Das ist nämlich das Schöne, dass man die einfach aneinandersetzen kann und die wunderbar alles verteilen, da wo sie sich berühren. Macht die Sache nämlich etwas einfacher. Das hat den Vorteil, dass beide Fließbänder gleichmäßig benutzt und geleert werden.
und theoretisch bis nach hinten zum letzten Fließband, zum letzten Fließband zur letzten Maschine das Material ankommen sollte. Das reicht von vorne und hinten nicht, würde ich sagen. Warum nicht? Die Pumpe liefert zu wenig? Oder ist das... Nein, das ist ja das Wasser raus, das ist ja nicht das Wasser rein. Das ist ja das, womit wir den See überlaufen lassen. Wird nicht passieren, aber... grundsätzlich eine hübsche Idee. Thank you.
Fisch will. Ja, Fisch. War schön gut, aber wir können keinen Fisch züchten, oder? Gibt es hier einen Fischzüchterei? Das wäre ja mal was Witziges, mal was Neues, was anderes. Fisch. Beach. Fisch. Ankerstellung. Nicht in diesen Dingern. Nee, das möchte ich nicht machen. Also es gehört hier nicht wirklich rein in diesen Mod. Das ist der andere Mod, der uns dann auch das Fischöl wahrscheinlich zur Verfügung stellt. Das ist ja witzig. Na doch, meine ich, dass es hier irgendwo noch was gibt. Gibt's nicht. Was macht man eigentlich mit diesen Containern? Ich kann einfach nur Zeug aufladen, würde ich mal behaupten. Enrichment Extended, was mache ich denn hier? Naja, ein bisschen Ale-Zeug, die wir Dinge gewinnen. Auch noch nicht, immer ran damit. Fortgeschrittene Ölverarbeitung wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt. Schauen wir mal. So, was macht die Forschung? Liegt alles an, oder? Ja. Grün, rot, alles da. Es kann geforscht werden. Es wird nicht. Okay. Wieso wird hier hinten nicht geforscht? Ah, hier liegen noch schwarze drauf. Jetzt ein bisschen diskriminierend, glaube ich. Aber egal. Hier liegen nur Militärfläschchen. Gut. So, weg dafür. Persönlicher Akku. Aha. Da ist kein Platz für. Dies bei der Immunität, das ist wichtiger. So, fein, 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 fein. Dann haben wir das auch. Blauen, das ist nicht schlecht. Hier schon Eisen. Muss so viel Platz hier. Aber ich denke, das wird über kurz oder lang dann irgendwann nicht mehr ausreichen. Aber eigentlich würde ich gerne die ganze Geschichte mit der Ölverarbeitung als nächstes ein wenig anstoßen. Ein wenig voranbringen, weil ich denke, es muss etwas mehr werden als nächstes. Oh, da unten. Oh. Das Leere täuscht. Hier kommt doch irgendwas nicht nach. Was bist du? Schwefel. Jetzt Schwefel reicht. Na ja, gut. Schwefel kann ich ja auch hier unten noch draus machen, weil, wie war denn das, wir haben hier einen Lagertank voll mit Flüssiggas und Schwefel. Stellen wir doch her aus, nämlich aus Recycling. Vorwärts, nicht rückwärts.
Wasser und Flüssiggas zu schwefeln. Genau. Machen wir das dann also in die Chemiefabrik. Und die setzen wir dann hier irgendwo hin. Also irgendwo hin. Wasser haben wir doch hier sowieso anliegen, wa? Wasser ist da. Könnte eigentlich sein, der Drohnen. Der macht aus und drin. Und wo oben der wird flüssig ganz unter den Drohnen schweben. Flüssiggas runter und das Wasser runter und dann haben wir das hier unten hin. Also. Mal gucken. Hoch oben rein. Wir brauchen die schicken wir erstmal weg. Und ich sollte mal die zeigen. Na gut, kommt als nächstes. So, Chemiefabrik, du bist. Oder Chemiefabrik. Chemiefabrik. So, und du stellst im Schwebel Flüssigkeit und Wasser. Genau. Geile Idee. So, Flüssigkeit und Wasser. So. Und das so. So und so. So, unten kommt dann Schwefel raus. Das Erweiterungsfähig bleibt, kann man das hier wieder. Das kann man ja eng setzen. Das ist ja mal was Feines. Hier, hier, hier. Und hier. Du greifst von da und setzt lang. Greifst von da und setzt kurz. Immer auf den und das kopieren auf den. So, Strom dran. Okay. Dann ist dran. Dann müssen wir noch Flüssiggas runterholen und dann sollte hier unten die Schwefelproduktion quasi loslaufen. Kommt dann noch ein Rot
Quatsch. Eine grüne Pufferkiste dran. Und auf geht's. Schwuppsdiwuppsdi ist der Schwefel da. Wir müssen blinken, das ist klar. Und was ist mit dir? Keine Lust. Ach so, der wusste nicht, was er machen soll. Okay. So, und wie durch ein Wunder wird jetzt wahrscheinlich das Flüssiggas abnehmen. Ist immer gut. Eine Ausrüstung kann mit drauf, ja. Schmiermittel bei Gelegenheit natürlich, ohne Frage. Oh, was ist hier los? Wer fehlt hier? Stahl. Jetzt wird Stahl gebraucht. Müssen sich jetzt langsam auswirken, bemerkbar machen, dass hier nichts mehr auf volles durchlaufen muss. Weil, wenn wir hiervon genug haben, haben wir die Stromproduktion um ein Vielfaches angehoben. Denn wie gesagt, wir kommen ja von 900 kW auf 2,5 kW. Das heißt also, wir haben die Stromproduktion fast verdreifacht. Das ist. Ja, das kann ich sehen lassen. Strom liefern und wir diesbezüglich uns erstmal keine Sorgen machen müssen. Sehen lassen. Das heißt, wir können dann auch irgendwann ganz getrost
diese Verteidigung hochgehen. So, die Schwefelproduktion hier unten sollte ausreichen, denke ich, hoffe ich mal. Also sind wir schon 2000 drin. Und die Sache ist gleich voll. Passt und was gemacht. Flüssiggas. Halb voll. Halb voll. Und der Rest hier läuft. Na gut, okay, dann können wir das aber ein wenig aufarbeiten. Mit ihm, der hat keine Lust. Nein, es kommt einfach nicht genug raus gerade. Okay. Ich dachte, jetzt, wenn er dran ist, doch alles dran. Genau. Schauen, das sieht doch hübsch aus. Flüssiggas und Beton. Beton ist immer gut. Das läuft. Bisschen schleppend. Also, wenn es schleppend läuft, machen wir was. Noch und dann kann ich auch ordentlich arbeiten. Sehr schön. Ja, so sollte das laufen. Genau. Hier unten laufen auch alle. Kommt ja auch mehr an. Okay, Flüssiggas ist im Moment die Welt, aber das macht nichts. Hier noch mal Viere dran. Und wenn die Produktion nicht reicht, dann hauen wir da oben noch ein bisschen dran. Jetzt macht es den Anschein, dass das Holz nicht mehr. Okay, das läuft auch.
Okay. Oh, und die nicht automatisiert. Gibt's hier gar nicht wieder was nicht automatisiert? Aber gut, was nicht ist, ist nicht. Ich kann das nicht mehr registrieren. Ist in der Logistik momentan noch nicht genug vorhanden. Das heißt, bei Gelegenheit müssen wir da hinten nochmal klettern. Oder aber lassen gleich mal die Hochöfen bauen, wofür wir natürlich auch Stahl brauchen. Natürlich, wie soll es anders sein? Aber auch Stein auch in der Produktion. Und dann können wir hier hinten trotzdem das Update laufen lassen für die Stahlproduktion. Und es spricht ja nichts dagegen. Oh, ich habe die Auflage auch schön. Das ist mir jetzt ja schon fast unangenehm hier. Na gut. Okay, das ist da, das hat geklappt. Sollten die hier oben auch jeden Moment ausgetauscht produziert werden. Und was sagt er hier? Wieso ist er rot? Warum ist er der Meinung, er sei rot? Ist doch alles dran.
das verläuft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, ein Abo wäre noch besser. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.